Wir haben noch was zu erledigen hier oben beim Soundfrost. Der hat nämlich noch eine Aufgabe für uns. Wird der rote Ritter mir noch einmal seine Aufmerksamkeit schenken? Wenn du noch einen Auftrag für mich erfüllst, werde ich für dich die Berge versetzen. Okay. Luft anhalten. Heißt das Zauberwort. Ich möchte mein Schätzelein mit einer wackeren Heldentat beeindrucken. Einmal durch den Fluss schwimmen, ohne das kühle Nass je zu verlassen. Willst du den Beweis führen, dass diese Tat im Bereich des Machbaren liegt? Erreicht das Ziel, ohne das Wasser zu verlassen. Ja, kann ich machen. Okay, das geht's, Leute. Ohne das Wasser zu verlassen. Das heißt, du musst die ganze Zeit im Wasser bleiben. Okay, der Pilz ist weg. Komm her, Pilz. Aber ich darf hier auf dem Boden, ja? Sie sind nur. Und das, nicht das Wasser verlassen. Und ich will ja auch mal dahin gucken. Okay, es ist nichts Wildes. Gott, ich hab Angst, ey. Wasser zu verlassen. So, jetzt einfach mal die Kamiks ein bisschen auszutricksen. Er sagt, ich habe das Wasser nicht verlassen. Einen Kamik habe ich ausgetrickst. Der ist tot. So. Dann können wir ja bald Hexenverbrennung hier begehen. Ich habe das Wasser nicht verlassen. Ich habe das Wasser nicht verlassen. Ich bin nur kurz aufgetaucht. Alles gut. So, Hexenverbrennung. Gute Sache. Jetzt wieder warten, bis da was geht. Zack, zack. Jetzt muss ich hier aber schnell wieder sein. Ich darf das Wasser ja nicht einmal verlassen. Du bist ein Arschmann. Komm her, du mit deinem scheiß Zauber. Und da ist das Ziel. Gerade so ist es gekommen. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Der Auftrag ist erfüllt. Berge werden versetzt. Da steppt der Frosch. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, WTF. Und es ist auch so. Das ist ein WTF-Moment mit dem Frosch. Wie der einfach tanzt. Unbegreiflich, aber okay. Hast du noch einen Auftrag, oder wie? Ja, er hat noch einen Auftrag. Ich ging sogar dann ein T-Shirt. Ein Meer aus Tränen. Oh weh, mein Schätzlein hat mich verlassen. Ich möchte noch kraftlos von mir mich dahin treiben. In der Schwärze des Meeres. Begleite mich in den Tiefen. Oh, roter Ritter. Ja, okay. Mach ich. So, dann geht's los. Soundfrosch, ein Meer aus Tränen. Okay, ich brauche Schlüssel. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich einen Schlüssel brauche, aber okay. Da kann ich jetzt auf den Buhu springen. Oh ja, ich kann jetzt auf die Buhu springen. Irgendeiner muss auch jetzt einen Schlüssel haben, oder? Komm, danke. Vielleicht ist der letzte mögliche Buhu, der da ist. Oder muss ich alle besiegen, um überhaupt einen Schlüssel zu kriegen? Brauche ich einen An-Ausschalter, hä? Doch, da ist ein An-Ausschalter. Komm mal ab. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt kann es weitergehen.
Holen Sie einfach mal einen Helm. Aber ich weiß nicht, wie es hier einfach weitergeht. Ah doch, warte, ich weiß es, weiß es, weiß es. Denn jetzt können wir weitermachen. Wir brauchen den Helm, um diesen Typen zu bewegen. Gut. Wo geht's jetzt weiter? Ist die andere Frage. Jetzt einfach mal hier blau auf. Noch so ein Helm. Irgendwas muss bei der Tür sein. Oh, da ist ein Checkpoint. Nice. Ach so, ich muss, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss auf den Mann schauen und dann da hoch. Durch die Tür. So, dann kommen wir durch, hoffentlich. Ja, perfekt. Ich muss kurz überlegen, was wir machen müssen. Das sagt, ja, du musst da runter und um weiter zu kommen. Wir mal gleich, muss gucken, was oben ist. Außer ein paar Münzen scheint da nicht zu sein. Okay, dann machen wir das. Wir machen es auf, gehen weiter. Lass mich bitte durch. Das kann ja noch dauern. So, durch. Damit haben wir es schon geschafft. Okay, das wurde auch relativ easy. Obwohl der Mario gar nicht mehr sieht. Trotzdem haben wir es geschafft. Gut so. Und wir kriegen den Froschhut. Alles klar. Ausflügel, Tore, fertig. Gut. Dann haben wir 60% des Schlosses gebaut. So, also das Soundfrosch wäre damit abgehakt. So. Irgendwas war da noch. Irgendeine Aufgabe brauchen wir noch. Egal. Weiter geht's mit dir, Tod. Und zwar mit ich und meine Laterne geht's weiter. Ziemlich dunkel in diesem Keller, nicht wahr? Ich hatte nicht viele Lichter zur Verfügung. Aber als erfahrener Zimmermann habe ich das Beste daraus gemacht. Trotzdem solltest du vorsichtig sein. Wenn du das Ziel erreichst, gebe ich dir etwas von meinen Lohn ab. Erfahrener Zimmermann. Okay. Dann wollen wir das doch mal machen. Und wollen seinen Lohn abgreifen. Aber na gut. Wir gucken mal. Okay, es muss an sein, das Licht. Der P-Switch kommt mit. Okay. Wow. Ich glaube, ich habe ihn zu früh gezündet, ne? Ja, ich glaube, ich habe ihn zu früh gezündet. Ich sehe halt einfach nichts, ne? Ich sehe einfach nicht, wo hier ein Abgrund ist und wo nicht. Das klappt doch.
ist noch ein Knochen trocken, das habe ich schon gesehen. Hä? Hallo, ich bin da drauf gesprungen, was soll denn das denn jetzt? Ich bin auf die verdammte... Ja, komm. Ich bin auf die verdammte Fieswitch drauf gesprungen, Mann. Und Luigi ist mal wieder der, der aufregt. Weißt du, dass du was da bist? Du bei dir auch? Okay, du brauchst noch gar nicht da drauf springen, ne? Hier ist. Hauptschalter. Ich geh weiter um den P-Switch. Als ob! Als ob da jetzt einer runtergekommen ist. Einfach so, ohne dass ich ihn sehe. Alles klar. Das Level ist fies. Das Level ist fies. Das Level ist richtig fies, ey. Ich habe Angst hier jedes Mal zu sterben. Das ist ein Problem. Okay, du kommst jetzt mal da runter, Mann. Alter! Das Ding ist, ich sehe nichts. Hallo. Blau? Da ist ein Unoff-Shutter. Okay, habe ich nicht gesehen. Ist das jetzt wirklich weiterhin immer so dunkel? Puffy ist da oben. Ich sehe nur leider nichts. Noch ein Block. Gibt's hier irgendwas, was ich noch wissen muss? Ja, ein Aufschalter, okay. Gut, dass ich den gedrückt habe. Und hier ist das Ziel. Gott sei Dank. Geschafft. Dieses Level. So. Ich habe verdammt viele Münzen, ne? So eine Ostflügel, die Kanone wird jetzt auch fertig. Ostflügel, Kanone fertig. 62% des Schlosses, okay. Gucken wir mal, was aus der Kanone rauskommt. Letztens kam da mal Herr Yamamura raus und jetzt ist es... Geld. Okay. Dann nicht. Dann lassen wir's. Da ist doch Herr Yamamura. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. So sieht man sich wieder. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Der unbemannte Münztransport. Bereit für eine Herausforderung? Dann sammle 50 Münzen für mich. Während du alleine Seiten mit Kugelblitz beschossen musst, bring auf sie drauf, um sie zu besiegen. Aber pass auf, dass du danach nicht ins Bodenlose fällst. What? Ist das jetzt ein Ernst? Bodenloses Level? Okay, ich muss erstmal alle 15 Münzen sammeln. Das klingt erstmal einfach. Okay, ich muss auf jeden Fall alle 50 Münzen sammeln. So viel ist klar. Wir haben gerade mal 5. Ich wurde jetzt von Kugelblitz getroffen, aber okay. Egal.
zum Glück noch einen Pilz. Das war knapp, du. Wir sind ja rüber, brauchen die Münzen. Ich denke, sie müssen halt alle Münzen sammeln. So, wirklich alle. Ich warte, bis das Feuer ausgelöst hat. Okay. Okay, wir haben Pilze. Wir haben 35 Münzen von 50. Es kommen noch rote Kulis dazu, ist das euer Ernst? Okay, hier sind noch ein paar Münzen, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss. So, 5 Münzen fehlen noch. Hier sind 3. Und hier sind 2. Und das haben wir. Gut, danke, Herr Mamura. Damit habe ich jetzt ein bisschen Geld. Okay. 200 Münzen kriegt man als Belohnung noch dazu. Passt. Ja, kein weiterer Auftrag mehr. Nein, kein weiterer Auftrag. Okay. Dann können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Vitis Wolkengehüpfe. Ist dran. Wer möchte sich zu meiner persönlichen Ergötzung diesen Level stellen? Es ist ganz einfach. Man muss nur 40 Münzen sammeln und das Ziel erreichen. Ach ja, dabei hüpft man unkontrolliert herum und wird von Kugelbis beschossen. Bitte was? 40 Münzen sammeln und das Ziel erreichen klingt ja wirklich erstmal machbar. Aber der letzte Satz, ja. Der lässt mich ein bisschen kalt dastehen. Und die haben nur 100 Sekunden Zeit? Ich hab mir gesagt, ja, komm, Mann. Hab schon 7 Sekunden verplappert. Alter, was? Als! Oh, was ist das denn für ein Kacklevel? Okay, das ist also echt ein komisches Level, Mann. Ob, Mann. Also das ist echt ein scheiß Level. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Das Level gefällt mir nicht. Und Luigi, du kannst mal wieder die Fresse halten. Ich hab das jetzt nicht berührt. Egal. Ich warte einfach, bis die Münzen zu mir kommen. Kommen die nicht mehr? Hey, kommen nicht mehr. Was soll denn das jetzt, ey? Ohne Mist, was ist denn das für ein Level? Also das gefällt mir überhaupt nicht, dieses Level. Okay, jetzt habe ich es aber zum Glück mal. Das größte Rotzlevel von Nintendo, was sie jetzt jeweils machen konnten. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also wirklich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, Leute. So, Moment. Geht gleich weiter. Okay, weiter geht's mit Toadette. Mal gucken. Was machen wir denn jetzt? Ostflügeldach? Ja, ich würde sagen, wir machen erst mit den beiden anderen fertig, oder? Einmal da das Dach. Oder sollen wir gleich alle drei Dinge bauen? Ja, können wir. Wir bauen jetzt alle drei Dinge. Einmal da,
Yep, mit dem Bau beginnen. Und dann noch in der Mitte. So. Yep, kann beginnen. Okay. Dann können wir ja die Aufträge weitermachen. Gibt 20 neue Aufträge. Holy shit. Gibt es jetzt auch die Aufträge davor? Ja, ab 22 geht es auch endlich weiter. Okay. Wie Aufträge haben wir jetzt insgesamt dann? Haben wir? Also, es gibt auf jeden Fall noch einige. Bis 100 habe ich ja gehört. Soll es geben. Dann mal weiter mit den Auftrag 22. Frost, Fluss, Flut. Mit einem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer trifft. Die Tiep-Tiep scheinen begeistert zu sein. So vergnügt hüpfen sie herum. Nur ob jetzt jemand ohne Kinos sie erreichen kann? Das soll ein Stern sein, also es ist übelst leicht. Aber wir werden sehen, ob wir sie erreichen können. Ich denke, tatsächlich schon. Ach, hi Yoshi. So, schön, dass Yoshi auch mit von der Partie ist. Dann weitergehen. Nein, ich hab Yoshi verloren, ich hab Yoshi verloren. Bleib hier, Mann. Ich brauch dich. Für mich nicht groß. Jetzt bin ich erst groß. Das Level ist halt echt einfach gewesen, ne? Was war das denn für ein Level? Das war das Einfachste. Klar, es gab eine kleine, kurze Stresssituation für mich, weil ich den Yoshi verloren hatte. Und dann so ein blöder Cheep-Cheep kam. Aber es war absolut nicht schwierig. Machen wir jetzt mal weiter. Ranken in dünner Luft. Ich habe ein himmlisches Level voller Ranken gebaut. Wer wissen will, was ganz oben wartet, der muss eine ganze Weile klettern. Hättest du Lust darauf, Jüngelchen? Gärtnerin. Ja komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Okay. Die Wolken bewegen sich. Hallo, ich will den Pilz haben. Danke. Verdammtes Scrolling, aber ich sehe nichts. Wir warten uns auf jeden Fall Gate, schätze. Den kann ich jetzt schon mal sagen. Woher soll ich das jetzt bitte wissen, dass da so ein verdammter Dings runterkommt? Hi. So, jetzt haben wir ein... Lull. Schön, und ich sehe nichts. Kito seine Wolke geklaut. Okay. Soweit aber so gut, ne? Ja, kommt so ein riesiger Kettenhund raus. Ach so, du wirfst die! Ja moin, der schmeißt die Ketten und killt mich auch noch damit. Was zum Teufel? Auch dieser Kollege schmeißt was.
kommt, glaube ich, wieder die Ketten von oben, ne? Ja. Diese Viecher sind noch so groß und fett. So, ich hab das Level jetzt endlich geschafft. Gut, das Level haben wir geschafft. Ich glaube, ein weiteres Level schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Ne, ein weiteres Level schaffen wir in diesem Part nicht mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.